Servus, grüezi und hallo zu einer neuen Folge Let's Show Train Simulator 2015 von Dovetail Games hier auf der Strecke Dreiländereck. Öffnen Sie die Türen, um mit dem Einstieg zu beginnen. Die anderen Lokführer haben bereits vor den vielen Leuten und eigenen Fotografen entlang der Strecke gewarnt. So, dann legen wir mal los, öffnen die Türen. Unterwegs sind wir hier übrigens in einer V200 Diesellokomotive. Bei der wohl irgendwie was mit den Scheinwerfern nicht stimmt. Okay, fahren wir so, mir soll es recht sein. Wir stehen jetzt hier in Lindau, fahren dann nach Bregenz, nach Stad, nach Rorschach und Rorschachhafen zu den Feierlichkeiten der Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft. Okay, dann sind wir wohl ready. Schauen mal kurz, ja, das sieht alles gut aus. Und dann fahren wir mal los Richtung Bregenz. Da fährt gerade eine weitere V200 aus. Hier daneben eine 101 mit einem Schnellzug. Und wir hier in unserem bedieselten Extrazug. Okay, Ausfahrt mit 30. Sehr schön, dann fahren wir quasi dem Bodensee entlang. Welchen man hier auch schon rechter und linker Hand erkennen kann. So, sind wir bald für 50? 40, naja. Immerhin 40. Hier schön mit dem Steg raus in den See und den Booten, die angelegt haben. So, wir zweigen jetzt hier quasi von der Hauptstrecke ab. Haben jetzt 50. Na, Servus, DHL nehme ich mal an. Ah, kann sehr gut sein. Und fahren jetzt hier Richtung Bregenz. Bringen unseren Extrazug hier zum zum Bodenseeschifffahrtsfest. Quasi, sozusagen. Gut, hier geht es dann gleich auf 90 hoch.
beschleunigen, schauen wir mal in den Fahrgastraum rein. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, schön an der Frühlingswiese vorbei. Passt ja zum Wetter aktuell. Nach dem ganzen Regen ist es jetzt doch tatsächlich schon 2 Tage am Stück schönes Wetter. Da könnte man sich echt dran gewöhnen. Oh, hier die Geschwindigkeit 66,6 Stundenkilometer. Ah, das mal kein schlechtes Zeichen ist. So, beschleunigen wir mal ein bisschen heftiger. Jetzt, wo wir ja schon quasi für 100 freigegeben sind, aber wir wollen nicht übertreiben. Das sollte er jetzt nach Möglichkeit halten. Dann, ja, es fällt schon auf, ne? Dieses, um der Vorbeifahrt, eine vernünftige bekommt man auch nicht hin. Nun gut. Und wir nähern uns jetzt hier mit großen Schritten Bregenz, also dem Bregenzer Hafen. Den wir quasi hier haben. Dann fahren wir hier nach Stade. Rorschach in der Schweiz. Und gehen dann runter zum Hafen, wo das Fest der Bodenseeschifffahrtsgesellschaft stattfindet. So, und wir passieren jetzt dann in knapp 2 Kilometer die Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Hier kommt uns schöne 101 entgegen. Und wir sind mal wieder einen Schluck zu schnell unterwegs. Ah, wir haben es aber auch eilig. Sollte sich aber relativ bald wieder eingependelt haben. Zugegeben, die Regulierung mit den Fahrstufen hier in der V200 ist nicht, sagen wir mal, optimal. Gut, wir haben grün. Durchfahren hier. Ah, Lochau genau. Und hier ist Bregenzhafen auch schon in 2,5 Kilometer Entfernung. Rechter Hand schön der Bodensee.
mit den ganzen Schiffen, die hier draußen liegen. Genial. Und da unser Extrazug. So, gehen wir mal wieder in den Führerstand. Senken die Fahrstufe auf minus 20%. Das sollte wohl reichen, um unseren Zug frühzeitig auf die bald geforderten 60 km/h zu reduzieren. Na gut, unter Umständen könnte es ein wenig knapp werden. So, vor uns sehen wir den Bahnhof Bregenz. Schon schön mit einem Schiff der Bodenseeschifffahrtsgesellschaft. So. Jetzt, das gibt wohl ein Bahnhofsdurchrutscher, oder es könnte, es könnte sogar noch knapp reichen. Willst du wohl noch auf dem grünen Strich halten? Ja, knapp, aber, ja, man könnte jetzt sagen, geplant. Mit der vorderen Achse genau auf der Trennung. Gut, Türen auf. Dann hätten wir den ersten Halt in Bregenz am Hafenbahnhof mit unserer V200 schon mal erreicht. Von hier aus geht es ja dann weiter nach Stade. Können da ja nochmal drauf zentrieren. Da steht schon Eurocity vor dem Portal Stad 1. Der wird uns dann wohl nächstens mal entgegenkommen. Naja, gut, zurück in den Führerstand. Wir sollten eigentlich wieder bereit sein für die Weiterfahrt. Bremsdruck löst sich. Und wir makrofonieren mal den ganzen Zuschauern und Fotografen zu. Und weiter geht's ins 22,5 Kilometer entfernte Stade. Wir werden ja dann hier etwas später, hier sieht man es nicht, aber hier sollte man es dann eigentlich sehen. Noch einmal von dieser Hauptlinie abzweigen,
Und zwar genau hier. Quasi auf dieser Nebenlinie nach Switzerland. So, da wäre jetzt der Bregenzer Hauptbahnhof. Erstaunlicherweise aber auch mit deutschem Rollmaterial. Hier die ganzen Baureihen 101. Naja. Soll uns ja mal nicht stören. Wir beschleunigen jetzt schon mal langsam hoch auf die 110 km/h. So. Was haben wir denn hier Schönes? Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten. Interessiert uns jetzt nicht so stark. Ich wollte eigentlich gucken, was für eine VMAX wir hier haben. Ich war der Meinung, das dürfte 140 km/h sein. Hier müsste irgendwo das Schild sein. Naja. Oh. Da haben wir aber böse über die Geschwindigkeit hinausgeschossen. Naja gut, lassen wir es mal so. Da kommt jetzt eine 140. Ja gut, wir sollten vielleicht jetzt hier nicht unbedingt allzu viel schneller fahren. Vorne müssen wir ja schon wieder auf 60 runterbremsen. Da haben wir grün. Gut. Ich glaube, das da vorne ist dann sogar der Abzweiger für uns. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, oh, wir sind hier schon auf 60. Mist. Naja. Ja, das war der Abzweiger. Das ist jetzt dann quasi, wie ich vorher schon sagte, diese Nebenbahnstrecke in die Schweiz und wir haben da vorne aber rot. Jawohl. Warten wir mal. Schauen uns draußen mal um. Auf was wir hier eigentlich genau warten? Na, schaulustige, ne? Ah, wir warten hier auf diesen Güterzug. Das schauen wir uns doch mal aus dem Führerstand an, was da kommt.
Ah, schöne 143. Mit Baumstämmen. Servus, Kollege. Mit Baumstämmen. Hinten wahrscheinlich Kohle und hier, ja, schwer zu sagen. Schüttgut, schätzungsweise. Gut, jetzt haben wir grün. Können unsere wilde Fahrt hier auf dieser eingleisigen Strecke fortsetzen. Oh, der Himmel zieht sich zu. Hoffentlich gibt das mal keinen Regen. Schauen wir mal aus dem Führerstand raus. Gucken, ob von hinten alles klar ist. Ja, sieht frei aus. Gut. Uns erwartet 90. Fangen wir schon mal an, hoch zu beschleunigen. Es dürfte sich gerade und gerade ausgehen. 50, ja, das könnte passen. Sehr schön. Ah ja, da haben wir es ja, größte zulässige Geschwindigkeit 140 km/h. Okay, und wir stehen wieder bei 66,6. Und hier liegen einfach so Schienen mitten im Gleisbett. So, wir fahren jetzt hier mit Riesenschritten der Schweizer Grenze entgegen. Wischen mal die Scheibe. Naja gut, bringt jetzt nicht sonderlich viel. Beschleunigen hier noch ein Stück rauf. Hier fehlen ein bisschen die Oberleitungsmasten. Die stehen so geknickt in der Gegend rum. Die Oberleitung, oder hängen so geknickt in der Gegend rum. Was sagen die Signale? Da haben wir schon mal grün. Und
und uns kommt in 2,65 Kilometer Lustenau entgegen. Naja, oder wir kommen Lustenau entgegen. Ist eine Frage vom Standpunkt. Schön, so ein kleines Industriehaus, was auch immer. Ah, nach Lustenau werden wir wieder abgebremst auf 60 km/h. Eine Schleichfahrt. Ah, 2,3 Kilometer bis zur österreichisch-schweizerischen Grenze. Und noch knapp 13 Kilometer bis Stade. Übrigens nicht zu verwechseln mit Stade. So, hätten wir das? Dann tuckern wir hier mal gemütlich über die Grenze. So. Dann wären wir jetzt wohl auf Schweizer Gebiet. Hier Bügel ab, Lok abbügeln.
bei einer Diesellok fällt das ja zum Glück aus. Hier bereits Einfahrt St. Margrethen. Und wir werden endlich wieder auf 80 freigegeben. Hoffentlich. Langsamfahrstelle erwarten. Wieso wundert mich das jetzt nicht? Oder Halt erwarten. Haben wir... Ah, das war's. Ist unser nächstes Signal rot? Nein, eigentlich nicht. Nun gut. Vielleicht gilt die Beschränkung auf 40. Ah, wegen dem Gleiswechsel nehme ich jetzt mal stark an. Schön durch den Bahnhof St. Margrethen hindurchgleiten. Mit stolzen 38,9 Stundenkilometern. Wir haben freie Ausfahrt. Sehr schön. Muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen, dass man hier nicht rechts, sondern links auf die Signale schaut. Okay. Können wir wieder auf 80 rauf beschleunigen. Immerhin haben wir in 9 Kilometern ja schon Start erreicht. Was kommt uns denn da Schönes entgegen? Eine schwarze 101. Mit einem Regio Express. Wieder in der Schweiz täglich verkehrt. Nun gut, weiter geht's mit 130.
Ja, schauen wir mal, wie weit wir hochbeschleunigen können, bevor wir dann wieder auf 90 runter müssen. Ah, schön vorbei an der Schafweide. So, fangen wir schon mal an, unseren Zug einzubremsen. Ich glaube, minus 20%. Bremsleistung. Könnte das trotzdem noch eng werden? Ja. Die Fall 200 hat hier aber auch eine ziemlich lahme Bremsleistung. Muss man... Ja, doch, muss man so sagen. So dürfte es aber hinkommen. Ansonsten fahren wir halt einfach wieder ein bisschen zu schnell. Ist ja kein Karriereszenario, sondern Standardszenario. So. Jetzt hoffe ich mal. Doch. Beschleunigt etwas zu stark. Bahnhof Rheineck. Und Start kommt immer näher. So, dann beschleunigen wir mal wieder ein bisschen, nicht zu viel. Weil, ja, EuroCity 6612 kommt uns da entgegen. Da schauen wir doch mal, mit was uns der entgegenkommt. Ich nehme ja mit einer 101. Natürlich, die 101, 101, 4. Grün, sehr schön. Ah, Start. 2,6 Kilometer. Ah, da lasse ich den Zug schon mal so bis über das Signal hinaus auf 20% runterbremsen. Oder mit minus 20%. Nicht, dass es dann im Bahnhof wieder so ein knappes Bremsmanöver gibt.
bis in Bregenz der Fall war. Okay, da dann noch Rorschach und Rorschachhafen, das dürfte dann nicht mehr allzu lange dauern. Sollte dieses kurze Szenario auch schon zu Ende sein, wo wir wirklich in kürzester Zeit durch drei Länder gefahren sind. Yep, 1,1 Kilometer bzw. 800 Meter. Ja, ich glaube, mit der Taktik fahren wir hier gar nicht schlecht. Schön langsam in den Bahnhof reinrollen. Wie gesagt, zum Glück haben wir keinen Fahrplan. Also schon gewissermaßen, aber wir können uns hier eigentlich Zeit lassen. Sieht gut aus. Jawohl, da wären wir. Geben wir mal die Türen frei. Will hier ganz schön langsam aufgehen. Ja, aber jedenfalls nicht jede Tür zur selben Zeit. Ein bisschen verzögert schon. Immerhin das. Und da kommt eine 151. Mit einem, naja, schweren Güterzug. Mit John Deere Traktoren. Nett, nett, nett. So, dann geht's nach Rorschach. Das sind ja jetzt nur noch 3,2 Kilometer. So, mal Serviceblick raus. Türen sind zu, Fahrgäste befinden sich keine mehr im Weg. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Für das letzte Stückchen nach Rorschach und zum Rorschach Hafenbahnhof. Wir werden aber natürlich nicht auf 80 rauf beschleunigen.
für die 3 Kilometer, die wir noch haben. Und da ist ja der Bodensee in schönstem Blau. Ja, und ob die Gegend hier realistisch nachgebaut ist, könnte ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Es mag wohl ziemlich gut getroffen sein, aber 1:1 nachbauen. Denke ich mal eher nicht. Gut, wenn jemand aus der Region kommt und uns hier eines Besseren belehren kann, nur zu. Sagt es mir. Ich kenne ja eigentlich nur die andere Richtung vom Bodensee, so von Romanshorn rauf. Konstanz, Kreuzlingen, so die Ecke. Meersburg, Überlingen. Hier so in dem Bereich des Bodensees war ich, abgesehen von Train Simulator, ein, vielleicht zweimal, und das ist schon zig Jahre her. Also sicher 15 Jahre. Wenn nicht sogar 20. Wird wohl mal wieder Zeit. Könnte man ja eventuell einen Realitätscheck machen. Nun ja, da Rorschach, wir werden auf Gleis 5 einfahren und vom Bahnhof Rorschach zum Hafenbahnhof ist es ja dann quasi auch nur noch ein Katzensprung. Da wartet auch schon ein weiterer Sonderzug, hier ist unserer, 99-22, und da wartet 99-21. Der dürfte dann wohl, sobald wir eingefahren sind, dürfte der dann unsere Strecke zurückfahren. Daraus gehen wir jedenfalls nur mit 40 km/h. Und Einfahrt Rorschach. Hier auch wieder das typische deutsche Rollmaterial, welches man nur allzu gut aus dem Rorschacher Bahnhof kennt. Man möge mir den Sarkasmus verzeihen. Ja, eventuell probiere ich dann hier mal selber ein Szenario zu basteln, wo dann halt ein bisschen Schweizer Rollmaterial rumsteht. Und in Österreich nach Möglichkeit natürlich auch österreichisches Rollmaterial. So. Schön auf Leerlauf getrimmter Teil. Und da vorne sehen wir auch schon Rorschach Hafen. Es ist noch knapp 1 Kilometer, den wir hier zu fahren haben, und dann ist das Szenario auch schon durch. Auf einer, wie ich finde, ziemlich schönen Add-on-Strecke. Wenn auch nicht mehr ganz auf dem aktuellsten Stand. So.
bremsen wir mal ein. Aha. Immerhin das Bahnhofsschild mit dem SBB-Zeichen passt schon mal. Aber hier die ganzen 101er, das kann nicht wirklich realistisch sein. So, wir ziehen noch ein bisschen vor. Dürfte jetzt dann passen. Lassen den langsam ausbremsen und dann... Oh! Aber auch schon die neuen Fahrkartenautomaten der SBB sind hier verbaut, mit Touchscreen. Nice, nice! So, ich glaube, hier kommen wir nicht schlecht zum Stehen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir stehen. Türen auf. Beim Eierkauf. Na gut, wir hätten noch ein bisschen weiter vorziehen können. Wir sind in den 5A-Bereich rein, aber... Wir sind ein Extrazug. Was soll's? Ah, irgendwo Dieselzieher. Wo ist es hier am Dieseln? Aha. Ah. Ja, egal. Auf jeden Fall war da. Bevor wir jetzt weiterfahren, will ich... Ah, da kommt... Im Rorschacher Hafen befinden sich besonders viele Leute, fahren Sie langsam ein und benutzen Sie das Horn. Ja, ja. Zug 9921 fährt schon mal los, der wartet nicht mal, bis wir da im Hafen angekommen sind. Nun gut. Das wäre dann das letzte Teilstück, das wir jetzt noch fahren müssen. Dann fahren wir langsam los und benutzen das Horn. Für das haben wir es ja. Ah, jo. Von Rorschach ausgehend übrigens auch die Rorschach-Heidenbahn. Heiden ein Luftkurort. Verbunden mit so einer Art, ja, ich würde das jetzt am ehesten Zahnrad, Tram, Zug, irgendwas nennen. Hier, soweit ich weiß, leider nicht nachgebildet. Ich habe die jedenfalls letztes Mal nirgendwo gefunden, als ich hier in Rorschach gehalten habe. Also natürlich hier im Train Simulator. So, jetzt fahren wir in das Festgelände ein.
wäre nach Möglichkeit nicht allzu krass über 30 km/h gehen. Da sehen wir sie schon, die Leute. Ja, doch, hat eine ganz schöne Ansammlung. So. Und dann wären wir hier in Rorschach am Hafen. Schön mit den ganzen Möwen. Ja, hier müssen wir wohl ein bisschen weiter vorziehen. Aber ganz langsam, damit auch alle Wagen hier schön im Bahnhofsbereich sind. So, quasi einen Wagen müssen wir hier noch über die Grenze bekommen, wenn man so will. So, das passt. Sollte zumindestens. Ja, sieht gut aus. Türen auf. Irgendwie nicht aufgehen. Haben wir denn hier? Vielleicht müssen wir ein bisschen zurücksetzen. Nee, will immer noch nicht. So, jetzt soll es aber hoffentlich bald mal passen. Ja, jetzt hat's gepasst. Wir sind in Rorschach angekommen. Setzen hier noch schnell die Handbremse. Ah,
Ausgezeichnet, gönnen Sie sich eine kurze Pause, bevor Sie wieder zurück nach Lindau fahren. Jo, das wär's dann gewesen für den zweiten Teil Let's Show Dovetail Game Train Simulator 2015. Im nächsten bin ich mir am überlegen, ob wir vielleicht mal irgendwie was mit dem ICE fahren. Mal schauen, Hamburg-Hannover eventuell. Oder München-Augsburg. Das entscheiden wir dann spontan. Aber irgendwie was mit dem ICE. Egal ob 1, 2 oder 3. Oder auch mit dem Taurus. Ein bisschen schwererer Güterzug würde mich auch mal reizen. Naja, wir werden es beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, ich hoffe euch diese kurze 3-Länder-Hüpfer hat euch Spaß gemacht. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Doch bis dahin erstmal tschüss zusammen, euer Mr. Helvetic Let's Plays hier auf YouTube.